Belichtungszeiten ordentlich zu ermitteln, gehe ich wie folgt vor. Ich stelle die Kamera auf eine feste ISO-Zahl ein, hier zum Beispiel ISO 200. Ich wähle den A-Modus, stelle eine feste Blende ein, hier die Blende 8. Die Messart stelle ich hier oben auf Spotmessung ein. Und dann nehme ich die Kamera vom Stativ runter und messe die verschiedenen Punkte im Bild an. Also ich gehe einmal mit der Kamera mit dieser Spotmessung in die dunkelsten Bereiche. Hier habe ich bei ISO 200 und Blende 8 eine Belichtungszeit von einer Drittelsekunde. Und wenn ich jetzt in die ganz hellen Bereiche gehe, oben am Himmel, da habe ich bei Blende 8, ISO 200, schon eine 2000stel. Diese Werte sollte ich mir notieren und sie nachher bei dem eigentlichen Bild wieder einsetzen. So, wenn ich mir den Bildausschnitt entsprechend, den ich vorher angemessen habe, eingestellt habe auf dem Stativ, das Stativ steht fest, gehe ich jetzt in den manuellen Modus. Die Werte, die ich vorhin notiert habe, kann ich jetzt gut an der Kamera einstellen. Wichtig ist, ich stelle die mal wieder auf eine andere Messungsart. So. Die ISO sollte genauso sein wie vorhin, ISO 200. Und die Blende sollte natürlich auch auf demselben Blendenwert sein, hier F8. Und jetzt kann ich mit dem vorderen Rad, je nachdem wie es belegt ist bei euch an der Kamera, die Verschlusszeit von 1/2000stel einstellen. Somit habe ich den Himmel richtig belichtet. Die Kamera zeigt mir natürlich hier an, dass das Motiv im Gesamten total unterbelichtet ist, weil ich halt jetzt nur den Himmel richtig belichte. Hier mache ich jetzt ein Bild, dann mache ich ein Bild mit dem untersten Wert, den ich ermittelt habe. Das ist hier eine Drittelsekunde. Da zeigt er mir natürlich an, dass das Bild total überbelichtet ist, weil die Bereiche im Himmel dadurch viel zu hell werden. Und dann muss ich natürlich noch 2, 3, je nachdem wie stark die Abstufung ist. Also hier ist es ja schon sehr extrem, weil ich halt sehr, sehr helle Bereiche habe. Wenn ihr nachts fotografiert und es sind Neonstrahler, kann Ähnliches passieren. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass ihr tagsüber manchmal mit 3 Abstufungen hinkommt, nachts ist es besser, 5 oder mehr Abstufungen zu machen, weil sonst kann es auch wieder zu Überstrahlung oder Farbabrissen oder Ähnlichem kommen. Ne? Also ich würde jetzt hier hingehen und würde nochmal mit einer 30stel belichten, dann nochmal mit einer 200stel, einer 750stel, vielleicht noch 1500stel, und diese Bilder werden dann nachher am PC kombiniert. Eine sehr gute Software dafür ist zum Beispiel Photomatix, wo ich die Bilder einlesen kann. Die kann sogar die RAW-Dateien einlesen und macht daraus ein fertiges Bild. Dann macht man noch ein Tonmapping und es ist verblüffend, welche Effekte dadurch zu erzielen sind. An Sony ist dieser Trend natürlich auch nicht ganz vorbeigegangen. Und deshalb hat Sony eine Möglichkeit gefunden, diese Bilder mit verschiedener Belichtungsart dem einen Menüpunkt zu schenken, sage ich mal. Eine normale Belichtungsreihe war eigentlich bei jeder Kamera immer möglich, wo ich halt unter- und überbelichte.
aber nie mit so vielen Blendenstufen. Dazu hat Sony hier einen Punkt eingebaut, in dem ich zwei Blendenstufen unterbelichten kann und zwei Stufen überbelichten kann und ein normales Bild machen. Das heißt, er macht drei Bilder, wie man hier sehen kann, unterbelichtet, normal belichtet, überbelichtet. Und ich jetzt mal auslöse, halt den Auslöser gedrückt, macht er mir diese drei Bilder, wo man sehen kann, dass ein Bild total überbelichtet ist, eins normal belichtet und eins unterbelichtet. Und auch mit diesen habe ich wieder die Möglichkeit, die nachher am PC zu kombinieren. So, das war ein kleiner Ausflug in die HDRI-Fotografie. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen verstehen, was ich euch erzählt habe. Wenn noch einer Fragen dazu hat, gerne im Forum. Ich versuche euch dann weiterzuhelfen. Tschö, bis zum nächsten Mal.